Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Theorie-Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Der neue Theorievorschlag ist von Dragon Ball Fan. Was wäre, wenn Son Goku nie gegen Freezer gekämpft hätte? Dass er nie gegen Freezer gekämpft hätte, würde es mehrere Möglichkeiten geben, die ich in diesem Video alle aufzähle. Die erste wäre, er wäre gegen Vegeta gescheitert und er hätte gewonnen. Die zweite ist, auf dem Weg nach Namek hatte sein Raumschiff ja ein Leck, was er repariert hat. Beim Reparieren ist er ja auch abgerutscht, aber der Schlauch, der ihm Luft gegeben hatte, konnte ihn retten. Doch was wäre, wenn er gerissen wäre? Das Raumschiff wäre einfach viel zu schnell, um dass er hinterherfliegen könnte. Da es ja logischerweise schneller als das Licht ist, also Lichtgeschwindigkeit, so wäre Son Goku im Weltraum gestorben. Die dritte Möglichkeit wäre bei Ginyu. Hier hätte sich Ginyu ernster verletzt, sodass sein Körper, wo dann Son Goku drinne wäre, nach dem Körpertausch gestorben wäre. So hätte er später ungehindert mit Vegeta tauschen können, wo Vegeta ihn fertig gemacht hatte. Die vierte Möglichkeit wäre, dass Piccolo überlebt hätte, so hätten sie nie nach Namek fliegen müssen. Aber Freezer hätte auf Namek 100 pro keine Unsterblichkeit erlangt. So wäre er zur Erde gekommen, daher fällt diese Möglichkeit flach. Da die Theorie ja heißt, dass Son Goku nicht gegen Freezer kämpfen darf. Und das würde er ja in diesem Falle. Die fünfte Möglichkeit wäre, dass Piccolo nie die Dragon Balls erwähnt hätte, wo Raditz am Sterben war. So wären Nappa und Vegeta auch sicher nie zur Erde gekommen, da es ihnen egal war, dass Raditz gestorben ist. Oder sie wären zur Erde gekommen, nur sie hätten nie die Dragon Balls erwähnt. Dadurch hätten Son Gohan, Krillin und Bulma es sehr einfach auf Namek. Da Freezer ja nie etwas von den Dragon Balls erfahren hätte. Doch bei C19 und C20 Dr. Gero wäre es halt wie so oft schon gesagt zu Ende. Oder halt Garlic Junior, weil er ungefähr auf Freezers zweite Formlevel ist. Hat euch diese Theorie gefallen? Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da, ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch weitere Theorienvorschläge habt, dann ab in die Kommentare damit und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!